Wie ist das mit so einem Support wie Kaiser zusammen zu spielen? Ja, macht Spaß. Aber er kocht ja auch nur mit Wasser. Vor allem in den Flex2-Games. Ah, macht schon Bock. Oh oh. Oh oh. Wait. Wait. Wollen wir nicht invaden? Na gut. Na gut. Wir haben zumindest gute Deep Vision bekommen. Wer hat geflasht? Twitch no flash, Saiyan no flash. First Blood auf Lilia. Ui. Ich werde halt auf der Lane hier nichts proaktiv forcen können, ne? Wollen einfach nur Push kriegen, Lane securen. Müssen eh respekten. Ich glaube, Lilia passt auch nach oben. Okay, wir pushen jetzt hier die Wave durch. Wir müssen nur den Freeze denyen. Oh, ich hab so gesmurft! Oh, das hab ich so reingesmurft! Ich will den nicht killen? Nein, wir gehen Base. So, Poseidon! Vielen, vielen Dank. Küsschen, Meister. Twitch ist alive. Top geht Base, Mitte geht Base, dann gehen wir wieder Bot. Ich hätte hier pinken sollen.
Ja, Nico ist schon 6. Ich muss jetzt wieder Bot moven. Falsche. Let's go. Nein, lebe. Schade. Ich glaube, One for One ist okay. Okay. Ich glaube, Lydia ist hier, ne? Ich muss Zeri jetzt protecten, dann Tower. Ich will eigentlich Base, aber ich glaube, Bot wird gedive, wenn ich nicht Base gehe. Ich bin einfach schon fast Level 6. We take those. Ja, der LSR-Pick ist so geil hier. Ja, komm, wir gehen Knights Vow für Viego, der ist 4-0. Oh nein. Oh nein. Aber Blitzkrieg hat Shutdown bekommen. Nein. Zeri hat verkackt. Lol. Scheiße. Na, gegen haben 6 Grubbies bekommen. Thank you.
Oh, Zeri, ich habe extra mein Leben geopfert für dich und jetzt stirbst du auch. Boah, die Zeri ist leider heftig kacke. Ach, Zeri, Zeri, Zeri. Ist okay. Ich move jetzt auch top. Aber ist ein Cyan, ne? Was machen wir top? Okay. Also Vigo Cutter sind fett. Zeri, ja. Zeri ist nicht so online. Oh, die Nico waren Minion. Scheiße. Ah, scheiße. Das war frech. Das war sehr frech. Oh Leute, was ist denn jetzt los mit euch? Fokus jetzt hier, Guys, Fokus. Fokus, Pokus. Okay, dreimal Bot. Move jetzt Mitte. Zeri ist wieder tot. Ah, Zeri. Okay. Bisschen schwer hier proaktiv das zu spielen, ne? Wollen wir nicht pushen? Nee. Das ist kein Dive. Der ist jetzt natürlich mies fett, der Blitzcrank. Wieso hat der so viel Gold, der Typ? What the fuck? Wieso hat der Blitzcrank 1500 Gold mehr als ich? Der hat einen Kill. Der Bruder. Okay. Also Twitch ist sehr fett. Und Lilia ist auch ziemlich gut im Game. Gegner haben zwei Drakes. Hm. Ja,
Ja, Zeri, aber du bist über weak. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Okay, wir kriegen Top Tower, Bot Tower. Not bad, not bad. Twitch ist halt sehr fett, ne? Ja, Twitch wird scary. Problem ist auch, Twitch ist auch keine geile Seele für Viego, ne? Wenn wir Twitch killen und Viego übernimmt Twitch, dann ist trotzdem scheiße irgendwie. Oh fuck, Alter, ich war ja überhaupt nicht tanky. Na, ich hätte die einfach sterben lassen müssen. Ich hätte die einfach sterben lassen müssen. Wir kriegen dafür Mitte Tower und Top Wave. Verlieren halt den Drake. Ja, Twitch ist halt überfett, weil die Zeri zwei, dreimal dumm gestorben ist, leider. Ja, da hätte ich nicht auch noch sterben dürfen. Okay, also müssen wir irgendwie an Twitch rankommen. Wieso opferst du dich da nicht für die Zeri? Ich habe mich schon zweimal für Zeri geopfert und beide Male ist sie trotzdem gestorben, weil sie nicht respektet. Ich opfer mich für die Zeri nicht mehr. Die spielt nicht gut genug. Die spielt nicht gut genug, dass ich sage, ich opfer mich für die. Außerdem hätte sie einfach wegrennen können, dann wäre sie fein gewesen. Aber lass dich doch bitte einfach nicht catchen, Digga! Na, ich will jetzt wieder mit dem... Ja. Twitch macht halt Twitch-Sachen. Und Zeri spielt, als würde sie gegen den normalen AD Carry spielen und nicht gegen Twitch. Schwieriges Game, schwieriges Game. Ich hab keine Wards mehr, ich muss resetten. Wait, diese resette ich nicht. Nee, Guys, ich muss Base gehen, ich brauch Wards. Wir brauchen Wards.
Nice. Now I'm angry. Nice. Da opfere ich mich gerne. Da opfere ich mich gerne. Knights war tatsächlich komplett useless bisher. Vielleicht doch nicht der richtige Buy. Retake los. Good shit, good shit. Ja, der nächste Drake wird wichtig. Den nächsten Drake müssen wir irgendwie kriegen. Twitch hat 3 Items. Aber Zeri hat tatsächlich auch 3 Items. Krass. Also Farm tut sie sehr gut. Okay, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Deep Warden hier. Oh, huge. It's me. You must follow. Die Zeri lässt sich leider von allem treffen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Fast überlebt. Oh, wichtig, 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 wichtig. Da habe ich meine Combo auf Lilia leider komplett verkackt. Ich weiß nicht, wie wir den Fight noch geturnt haben. Keine Ahnung, wie wir den Fight noch gewonnen haben. Das ist absolut huge. Das ist komplett huge. Zeri hat mal wieder krank geintet. Never mind.
Okay. Dann kriegen wir hier irgendwas gesnackt. Wenn der Sion reinmuft, töten wir den schnell genug, ist die Frage. Wir haben keinen Nash mehr, ne? Ja, ich sterbe immer am Gift. Die haben so viel Dot Damage, ist crazy. Zeri Gaming! Zeri! Let's go. Let's fucking go! Er ist tot, oder? Okay, 8 Sekunden auf Twitch. Können wir Nash machen, glaube ich, ja. Ah, wobei. Ich gehe erstmal Nash zwischen Stellen. Die haben so viel Dot Damage, Alter. Mit Lilia und Twitch, dass ich da irgendwie immer am Dot Damage sterbe. Switched it a little bit of inting. Ich habe Half-Life keine Ult. Twitch in 8. Twitch is alive. Okay, we Windows. Let's fucking go! Ich habe meinen Solaris nicht benutzt, aber brauchen wir auch nicht. Jeez. Boah, ich hatte da echt Angst. Wenn wir da sterben, verlieren wir Soul. Aber so gewinnen wir das Game. Nehmen wir mit. We take those. Ja, der Alistar Pick war so huge. Der war so wichtig, der Alistar Pick. Der war so wichtig. Ja, Twitch hat 3-4 Kills bekommen, die er halt nur bekommt, weil er Twitch ist, ne? Sonst wäre das Game, glaube ich, nicht mehr so knapp geworden, aber nice.